Nach so vielen Fehlschlägen gab Salieri den Job an jemand anders. Ich ging nur als eine Art Versicherungspolice mit ihnen. Setz dich hin und sieh zu, damit du nicht noch einmal alles verbockst. Amateur! Hallihallo, hier ist Vinny von MSGamer TV und ich spreche hier mal gerade mitten in die Videoszene rein. Willkommen zurück bei Let's Play Mafia. Und wir sind immer noch bei der Mission Verdammter Glückspilz. Obwohl, ne, Mission ist falsch. Wir sind noch im Kapitel von Verdammter Glückspilz, aber eine weitere Mission in diesem Kapitel steht an. Und zwar haben wir jetzt mehrmals versagt. Also Sergio Morello, um den es hierbei geht, lebt ja immer noch, dem Bruder von Morello. Und jetzt sollen das anscheinend andere Typen machen. Los, wir verstecken uns. Wir spielen Versteckenspielen. Hihi. Er hat uns nicht gesehen. Ja, ihr könnt euch sicher denken, was die jetzt vorhaben. Warum gehen die Schranken nicht zu? Genau deswegen. Los! Bumm. Das war ja wirklich professionell. Ach. Jawohl, das war mal richtig professionell. Und jetzt dürfen wir ihn erledigen, wobei in dem Fall erstmal verfolgen angebracht ist. Sonst ist er ja weg. Ja, wir haben wieder einen schicken neuen Wagen, wobei ich den nicht sehr schick finde. Ziemlich klein, nur ein Zweisitzer. Und auch nicht gerade schnell. Also was zumindest bergauf angeht. Und jetzt werden wir bestimmt gleich noch das Vergnügen haben. Ach je. Uiuiuiui. Verdammt. Aufgepasst, mal sehen. Ja, genau das passiert dann, wenn man ein kleines Missgeschick macht. Sind sie weg? Natürlich werde ich jetzt die Videosequenz wieder wegmachen. Aber diesmal werde ich keinen überfahren. Ja, die hatten gerade auch einen kleinen Unfall, aber
Wie es immer bei Verfolgung so ist, die Leute können auch immer wieder richtig Gas geben und schon sind sie weg. Ich kann euch mal einen kleinen Tipp geben, und zwar in dem Fall heißt ja unsere Mission erledige Sergio Morello, aber eigentlich ist das nicht möglich, weil ich habe schon mal geschafft, den Wagen von ihm zu drehen, bin dann ausgestiegen, auf einmal konnte er dann wieder wegfahren, so plötzlich. Also es ist eigentlich schon fast unmöglich, den bei dieser Verfolgung auszuschalten. Jetzt haben wir einen kleinen Unfall gehabt, 5 HP verloren. Ja, und die zusätzlichen Passanten machen uns das auch ziemlich schwer, also... Und super, jetzt kommt wieder die Polizei. Ja, ich denke mal, diesmal schaffen wir es. Denn so lange ist die Strecke auch nicht. Und mit unserer Karre ist es schon fast unmöglich, sie zu überholen, irgendwie. Ja, da hat man es gerade gesehen. Der Wagen dreht sich auch nicht um. Also somit ist es auch nicht möglich, ihn auf diese Weise umzulegen. Aber wir haben es auch geschafft. Und somit war die Verfolgung ein voller Erfolg. Der schöne Wagen. Okay, komm da raus, du Bastard. Ka-ching, one hit, headshot. Ja, das war Mord. So, der wäre ausgeschaltet. Dann haben wir hier einen mit einer Pumpgun. Verdammt, schon wieder ein bisschen Leben verloren. Ja, das finde ich, haben sie auch ein bisschen blöd gemacht im Spiel. Obwohl man sie trifft, können sie noch schießen und treffen ein. Also, jetzt haben wir eine schicke Thompson. Und eine neue Colt. Und nur noch 44 Leben. Gut, dann, wenn wir jetzt hier weitergehen, genau. Da kommen nochmal 2 Stück. Seh deine Beine. So. Hier werden. Oh, da kommen nochmal welche. So. Und jetzt gehen wir hier lang. Und zwar. Warten hier auch noch ein paar auf uns. Und
wie man sieht, überwiegend sind alle mit Pumpguns bewaffnet. Das ist in dem Sinne eigentlich gut für uns, weil wir mit unserer Thompson jetzt hier gerade auch auf weite Strecken gut treffen können. So, nur wie ihr gerade eben sehen konntet, haben wir da oben diese roten Türme. Und zwar haben wir da oben Snipers, also die benutzen Präzisionsgewehre. Deswegen müssen wir jetzt aufpassen, dass wir um die einen kleinen Bogen machen. Da oben ist ja einer. Stimmt, habe ich ja total vergessen. So, jetzt haben wir noch 9 Schuss mit der Thompson. Ja, mit der schießen wir gerade gegen das Holzdingen. Ja, einen Schuss, die können wir weg. Die können wir auch weg, die haben wir immer dabei. Die hat noch voll Munition. Und wieso hat unsere Colt nur noch... Moment. Oh, schaut mal, wie schön. 3 Pumpguns liegen chronologisch parallel, eher gesagt, in einer Reihe. Ja, wir werden uns gerade mal eine neue Colt holen. Du hast doch eben noch eine volle. Nun gut, dann muss ich wohl halt die von ihm nehmen. Der hat ja auch eine. Oh, habt ihr das gehört? Wo kommt der denn jetzt her? Ist der mir hinterhergelaufen oder was? Naja, einer weniger halt. Finde ich gut. Ja, die Thompson wäre schön, wenn die wieder voll wäre, ist aber nicht. Als weiß ich noch, wo ich schon eine neue Desert... Wieso will ich immer Desert Eagle sagen? Die sieht zwar ein bisschen aus wie eine, aber... das Spiel ist ein bisschen älter. Colt, es ist eine Colt. So, hier ist irgendwo einer, genau. Die schöne Munition. Her damit. Ah. Hätte 6 Schuss mehr haben können, wenn ich den Streck gekillt hätte. Nun gut, Leute, dann mache ich hier erstmal Schluss in dem Video und wir sehen uns im nächsten Teil wieder.